Shlomo wandert nach dem Krieg nach Brasilien aus. Über 70 Jahre später reise ich hierhin. Finde ich noch Menschen, die sich an ihn erinnern? Die wissen, ob er etwas mit dem Tod von Wagner zu tun hatte? 1947 kommt Shlomo an. Er beginnt ein neues Leben, fernab von Europa. Shlomo will die Vergangenheit hinter sich lassen. Er heiratet, gründet eine Familie, bekommt zwei Söhne. Und Shlomo sucht einen Mann auf, der wichtig für ihn wird. Wichtig für seine Geschichte und die der anderen wenigen Überlebenden von Sobibor. Ich bin jetzt unterwegs mit meinem Kollegen Martin Kaul. Martin spricht Portugiesisch und kennt das Land. Hier in Flamengo, einem der reichsten Bezirke der Stadt, wohnt dieser Mann. Sevi Gevelder. Renommierter Journalist und Verleger. Das ist Ariel Sharon, der ehemalige Premierminister Israels. Er war ein gutherziger Mann und ein sehr guter Freund. Und hier ist mein Interview mit dem ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Es war sehr angenehm, mit ihm zu sprechen. Ich heiße Sevi Gevelder. Mein ganzes Leben bestand aus Lesen und Schreiben, nichts weiter. Es war 1968. Ich war im Newsroom. Ich bekam einen Anruf von unten aus dem Haus und die Rezeption sagte mir, da sei jemand, der mit mir sprechen wolle. Wie heißt der Mann, habe ich gefragt. Stanislav Schmeissner, sagten sie mir vom Empfang. Und ich dachte, das ist ein jüdischer Name, das ist ein Jude. Ich sagte, okay, schick den hoch. Shlomo erzählt Sevi seine Geschichte, berichtet vom Todeslager, von Wagner und dass es in Sobibor einen Aufstand gab, dass sie ausgebrochen sind, dass er, Shlomo, einer der wenigen Überlebenden ist und dass er ein Buch schreiben will. Inferno in Sobibor heißt dieses Buch. Sevi gibt es heraus. Bis heute sagen die Leute, dass die Juden still und friedfertig, wie Schafe, in die Gaskammern gegangen sind. Und dann gab es urplötzlich eine Geschichte, nicht einfach über ein Konzentrationslager, sondern über einen Aufstand von jüdischen Gefangenen in einem Konzentrationslager. So konnten Juden erkennen, dass es dem jüdischen Volk nicht an Helden mangelte. Das war wichtig an dem Buch von Stanislav. Sehr wichtig. Abi zu dir zu kommen, Eisene. Zeugnis abzulegen, der Welt von Sobibor erzählen, das ist jetzt Shlomos Rolle. Er war ein sehr einfacher Mann. Er liebte es, wenn man über ihn sprach. Als sein Foto abgedruckt wurde, fühlte er sich wie im Himmel, verstehen Sie? Also auf gewisse Art schuf er sich seine eigene Leiter zum Ruhm. Und er bekam, wie man so sagt, seine 15 Minuten Ruhm. Erinnern ist das eine. Aber wollte Shlomo vielleicht noch mehr als das? Es gibt da dieses eine Interview. Da wird Shlomo gefragt, ob Juden an Wagners Tod beteiligt waren. Und er antwortet mysteriös. Denn man hat ihn in die Erde reingemacht. Das ist jüdische Leute. Das will ich Ihnen nicht antworten. Gut.
Warum lässt Shlomo die Antwort offen? Das passt so gut zu Stanislav. Ich kann ihn vor mir sehen, wie er das sagt, mit großer Freude. Er umgab sich mit einer Aura des Geheimnisvollen. Das liebte er. Entschuldigen Sie, wenn ich lache, aber ich kann Stanislav vor mir sehen, wie er es so sagt, wie Sie es beschreiben. Elftausend Kilometer war Shlomo nach Rio gereist. Welcher Mann ist hier angekommen? Und was ist aus ihm hier in Brasilien geworden? Wollte er die Nazis vergessen oder zur Rechenschaft ziehen? Eines wissen wir sicher. Shlomo will sich nie wieder verstecken müssen. Aber andere kommen hierher, gerade um sich zu verstecken. 1945. Der Krieg ist zu Ende. Die deutsche Armee besiegt. Langsam kommen die Gräueltaten der Nazis ans Licht. Gustav Wagner steht auf einer Fahndungsliste. Gesucht als Kriegsverbrecher. Wegen Mord, Massaker und anderer Verbrechen. Wagner flieht. So wie tausende andere auch. Über die berühmte Rattenlinie, raus aus Europa nach Südamerika. Sie kommen auf Schiffen, auch nach Brasilien. Viele von ihnen leben in deutschen Gemeinden, die ihre deutschen Traditionen hier einfach weiterpflegen. Gustav Wagner reist 1950 ins Land ein, unter seinem echten Namen. Fragen nach seiner Rolle im Zweiten Weltkrieg muss er nicht beantworten. Sie werden erst gar nicht gestellt. Unser Präsident Getúlio Vargas war praktisch ein Diktator. Er hatte Sympathien für Nazi-Deutschland. Alle Gringos waren immer willkommen. Es gab keine Vorurteile. Die Brasilianer interessierten sich nicht dafür, was Franz oder Fritz während des Weltkriegs getan hatten. Was zählte, war Samba, Cachaça, Fußball, fertig. Wagner lässt sich in Atibaia nieder, einer Stadt in der Nähe von São Paulo. Er lernt eine Frau kennen, hat Freunde, findet ein neues Zuhause. Aber er wird hier keine Ruhe finden, seiner Vergangenheit nicht entkommen. Mein Name ist Mario Szymanowicz, ich bin 76 Jahre alt und habe Simon Wiesenthal dabei geholfen, einen großen Nazi-Verbrecher dingfest zu machen, der sich in Brasilien versteckte. Das war der Fall Gustav Franz Wagner. Zunächst muss Wagner sich noch keine Sorgen machen. In Südamerika leben weitaus prominentere Nazis als er. Etwa in Paraguay, Bolivien und in Argentinien. Adolf Eichmann zieht es nach Buenos Aires. Er war einer der Organisatoren der Massenvernichtung der europäischen Juden. In Argentinien lebt er unter falschem Namen. In Bolivien wird Klaus Barbie heimisch. Er war Gestapo-Chef im besetzten Frankreich, gefürchtet wegen seiner Grausamkeit. Der Arzt Josef Mengele war berüchtigt für seine Experimente an Häftlingen in Auschwitz. Sein Weg führt ihn durch halb Südamerika. Sie alle leben hier zunächst völlig unbehelligt. Ja, wie eine Rede der Protection.
Es gab ein Schutznetz für die Deutschen hier. Ein Netzwerk, das praktisch direkt mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs von hochrangigen SS-Offizieren gegründet wurde. Es lieferte alles. Gefälschte Dokumente, Transport, Arbeit. Wie und wo hat Schlomo gelebt? Wir machen uns auf den Weg ins Landesinnere. Als Schlomo damals hier ankommt, weiß er noch nicht, dass Wagner auch in Brasilien lebt. In diesem Haus wohnt Schlomo, im obersten Stock mit einer großen Dachterrasse. Hier habe ich mit meiner Familie gewohnt. Apartment 602. Und hier hat Stanislav gewohnt. Unser Schatz. Filmaufnahmen aus den 80er Jahren. Aus der Wohnung von Schlomo. Mein Name ist Julia Salamau. Ich war die Nachbarin von Stanislav. Was er für ein Typ war. Er war ein Rätsel. Er war ein belesener Mann, sehr kultiviert, sehr intelligent. Aber gleichzeitig diese Bitterkeit, die er hatte. So sehr er auch versuchte, glücklich zu sein, hatte er doch diese Bitterkeit. Ich denke, das war ein Merkmal von ihm. Es kam aus seinem Leben. Ich denke, aus seinem Herzen. Eines Tages gab es einen Wohnungsbrand in unserem Haus. Der Alarm wurde ausgelöst und alle eilten die Treppen hinunter. Dann hieß es, wo ist Stanislav? Wo ist Stanislav? Alle waren aufgeregt. Meine Tante ging zurück. Der Feuerwehrmann wollte sie aufhalten, aber sie ging trotzdem. Sie ging hoch, kam in die Wohnung und da saß er in einer Ecke. In Panik, in echter Panik. Dann packte meine Tante ihn, wie man ein Kind nimmt. Er weinte. Es schien, als würde er eine sehr schwierige Zeit in seinem Leben noch einmal erleben. Er hat Sobibor verlassen, aber Sobibor hat ihn nicht verlassen. Das war sehr traurig. Schlomo lebt in Goiânia allein. Er hat seine Frau in Rio zurückgelassen, auch seine Söhne. Er ist ein Überlebenskünstler. Er tat sein Bestes, um alles zu überleben. Ich bin Rodrigo Estivalet Teixeira und Stanislav Schmeissner war ein sehr guter Freund unserer Familie. Ich glaube nicht, dass Stanislav nur eine Person ist. Ich glaube, er ist viele Personen. Er war ein anpassungsfähiger Mensch. In jeder neuen Lebenssituation passte er sich an. Als Kind hatte er ein Leben. Dann kam er ins Lager. Danach ging er zur russischen Armee und schlug zurück. Und dann kam er nach Brasilien. Er fand das Leben, das er suchte, oder? Aber er konnte seine Vergangenheit nicht hinter sich lassen. Denn wie kann man seine Vergangenheit zurücklassen? Man kann es versuchen, aber es ist unmöglich. V
Voller Zorn, voller Trauer, außer Wut, emotional tot. Das war mein erster Eindruck von ihm. Also wie überlebt ein einsamer Mann so voller Zorn, ohne sich umzubringen? Es war die Musik. Ich schätze, er hatte mindestens 1000 Schallplatten. Alles von Mozart bis Mantovani. Das war sein Morphium, sein Beruhigungsmittel, sein Alkohol. Musik. Richard Raschke besucht Shlomo 1981 in Goyunya. Noch heute, sagt er, 40 Jahre später, erinnere er sich genau an Shlomos Worte. Ich bin voller Hass und ich will Rache, das hat er mir gesagt. So war er. Es gab da keinerlei Zweideutigkeit. Falls es irgendjemanden gab, den er hasste und den er töten wollte, dann war das Gustav Wagner. Südamerika Anfang der 60er Jahre. Die Jagd auf untergetauchte Nazis beginnt. Der israelische Geheimdienst Mossad spürt Adolf Eichmann auf, beschattet ihn. Im Mai 1960 entführen Agenten Eichmann in Buenos Aires und bringen ihn nach Israel. Die ganze Welt schaut auf seinen Prozess. Auch Sevi Givelder. Er berichtet damals als Reporter aus Jerusalem. Die jüdische Gemeinde in Brasilien reagierte auf die Eichmann-Entführung wie der Rest der Welt. Mit Verblüffung. Alle waren verblüfft. Eichmann ist angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Gräuel der Nazis. Jetzt werden sie der ganzen Welt präsentiert. Eichmann wird zum Tode verurteilt. Der Prozess ist auch eine Botschaft an alle untergetauchten Nazis. Wir suchen euch. Wir finden euch. So wie Eichmann. Alle Initiativen zur Nazi-Jagd in Südamerika kamen vom Mossad. Nicht von den lokalen Gemeinden. Manchmal konnte irgendein Jude dem Mossad auf die eine oder andere Art helfen. Simon Wiesenthal gilt als einer der wichtigsten Nazi-Jäger der Nachkriegszeit. In Wien sammelt er Hinweise aus aller Welt. Er stellt Dossiers, trägt Informationen zusammen. Wiesenthal ist auch hinter Gustav Wagner her. Von den allen Schlägern, die mir in meiner ganzen sozusagen Karriere seit dem Kriege bekannt sind, zähle ich Gustav Wagner zu den schlimmsten. Was für mich der schlimmste ist, war für die SS der beste. In den 60er Jahren sammelt Wiesenthal Hinweise zu Franz Stangl. Stangl war der Vorgesetzte von Gustav Wagner. Beide kennen sich aus Sobibor. Stangl war dort Lagerkommandant. Und auch er hat sich in Brasilien versteckt. 1967 wird er verhaftet. Nach Deutschland ausgeliefert und vor Gericht gestellt. Wie kann es einen bestrafen, der einige tausend Menschen umgebracht hat? Das geht nicht. Der Prozess ist viel wichtiger wie das Urteil.
Und für die Prozesse brauchen wir emotionelle Fälle. Fälle, die etwas einem sagen. Im Gerichtssaal trifft Stangl auf einen Überlebenden aus dem Vernichtungslager. Es ist Schlomo, der Goldschmied. Er reist als Zeuge eigens aus Brasilien an, um gegen Stangl auszusagen. Auch für Stangl musste Schlomo Schmuck aus dem Gold der toten Juden herstellen. Ich denke, Stanislav hat während des Krieges so viel Leid erlebt, dass er etwas reparieren wollte. Vielleicht etwas in der Welt, vielleicht aber auch in ihm selbst. Stanislav fühlte sich ein bisschen wie ein Held, was diese Stangl-Geschichte betrifft. Schlomos Reise nach Deutschland ist wichtig. Stangl wird verurteilt, bekommt lebenslänglich. Während des Prozesses gibt Stangl ein Geheimnispreis. Wagners Freiheit war erstmals in Gefahr, als Stangl, der mit Wagner geflohen war, festgenommen wurde. Der Nazi-Jäger Wiesenthal hatte ihn gefunden. Stangl starb in Deutschland im Gefängnis. Doch zuvor verriet er noch, dass Wagner in Brasilien ist. Jetzt weiß auch Schlomo, wo sich Wagner aufhält. Ich kann nicht die gleiche Luft wie Wagner atmen, soll er gesagt haben. Hat er sich damals auf die Suche nach Wagner gemacht? Ich glaube nicht, dass Stanislav jemals bei irgendeiner Jagd auf Nazis in Südamerika involviert war. Überhaupt nicht. Denn Stanislav kam regelmäßig zu mir. Ich habe regelmäßig mit ihm gesprochen. Wenn irgendjemand an ihn herangetreten wäre, hätte er mir das gesagt. Wer könnte sonst noch wissen, ob Schlomo nach Wagner gesucht hat? Hat er Wiesenthal geholfen? Seine Frau ist tot. Nur einer seiner Söhne lebt noch. Wir haben lange nach ihm gesucht. Wir haben alles versucht, mit ihm zu sprechen. Irgendwie hunderte WhatsApp geschrieben, versucht anzurufen, über Bekannte, über Ecken, über Familie. Er ist immerhin der Sohn von Schlomo. Er war mit in Hagen bei den Prozessen. Er hat irgendwie immer übersetzt, wenn sein Vater irgendwie mit der Auswelt auf Englisch korrespondieren musste. Also er weiß Bescheid und von ihm erhoffen wir uns doch einiges. Wir haben herausgefunden, wo er wohnen soll. Wir wollen einen Brief bei ihm einwerfen und fragen, ob er sich mit uns trifft. Wir wollen nichts unversucht lassen, aber auch nicht unhöflich sein. Martin geht allein zu seinem Haus. Noch ist hier nichts zu sehen. Der steht hier schon eine ganze Weile beim Pförtner. Der Pförtner sagt, ja, der wohnt hier. Guck mal, ist das das Bild? So sieht er aus. Aber er hat ihn schon Monate nicht gesehen oder Wochen. Er sagt, war schon lange nicht mehr hier. Normalerweise geht er immer mit seiner Frau spazieren und mit seiner Tochter. Der Schwiegersohn kommt auch öfter, aber ich habe die alle ewig nicht gesehen. Keine Ahnung, wo die sind. Seit Monaten nicht mehr zu Hause. Schlomos Sohn wird auf unsere Nachrichten nicht reagieren, unseren Brief nie beantworten. Er will nicht mit uns reden. 1974. Wagner fühlt sich in Brasilien weiter sicher. In Deutschland wird unterdessen per Haftbefehl nach ihm gesucht. Aber in Brasilien lebt er wie jeder andere auch. Er lässt einfach seinen Ausweis verlängern. Mit seinem echten Namen. Simon Wiesenthal ist weiter hinter Wagner her. In Sao Paulo treffen wir den Mann, an den Wiesenthal sich damals wendet, um Wagner zu stellen. Mario Cimanovic. Weißt du, warum ich das Ding brauche? Ich habe zu viel geraucht. 50 Jahre geraucht.
Früher war er Journalist. Er recherchierte zu Nazis in Südamerika. Es ist wichtig, dass du Folgendes weißt. In dieser ganzen Geschichte bin ich die Hauptfigur. Ich habe Simon Wiesenthal, den großen Nazi-Jäger, verführt, eine Situation zu verfälschen. Wiesenthal vermutet Wagner in der Nähe von São Paulo. Ich erhielt einen Anruf um 7 Uhr morgens. Der Typ sagte, hallo, hier ist Wien, Simon Wiesenthal, ich muss mit dir sprechen. Komm her und ich liefere dir eine große Enthüllung. Was für eine Enthüllung, habe ich gefragt. Er sagte, der Dämon von Sobibor ist in Brasilien. Gustav Franz Wagner. Ich habe geduscht, einen Anzug in einen Koffer gesteckt, bin zum Flughafen gedüst, habe ein Ticket nach Wien gekauft. Der nächste Flug ging in 30 Minuten. Ich stieg in Wien aus und fragte mich rum, wo ist das Wiesenthal-Zentrum? Mario Cimanovic lässt sich von Wiesenthal die ganze Geschichte erzählen. Dann informierte mich Simon über alles von diesem Kerl. Seine Grausamkeit und was er getan hat, um die Juden zu töten und wie er unter seinem eigenen Namen nach Brasilien kam. Ich sagte, da fehlt etwas Fundamentales in dieser Geschichte. Was fehlt? Ein Foto. Wir hatten kein Foto von ihm, gar nichts. Nicht wie er ein Bier trinkt oder spazieren geht, es war ein Misserfolg. Wiesenthal hat das verstanden. Ich habe einen Bluff vorgeschlagen. Lass uns ein Bild von einem anderen nehmen und behaupten, es sei Wagner. Cimanovic benutzt einfach ein Foto aus einem Zeitungsartikel. Es zeigt einen deutschen Hitler-Anhänger in Brasilien. Und Cimanovic behauptet, dieser Mann ist Wagner. Aber er ist es nicht. Und wer ist das wirklich? Das war ein Narr, ein Schmock. Er feierte mit einem Haufen alter Männer den Todestag des Führers. Das lief ungefähr so ab: Heil Hitler, ein Schnaps, Heil Hitler, ein Schnaps. Heil Hitler, Schnaps, Heil Hitler, Schnaps. Der Plan geht auf. Der untergetauchte Nazi Gustav Wagner ist plötzlich in Brasilien ein großes Thema. Diese Lüge wurde veröffentlicht, abgesichert durch Wiesenthal. Und dann nahm die Geschichte eine große Dimension an. Brasiliens Behörden geraten jetzt unter Druck. Plötzlich wollen viele wissen, wo hält sich Gustav Wagner versteckt. Dann geschah das Undenkbare. Gustav Franz Wagner selbst tauchte plötzlich auf einer Polizeistation auf, um sich zu stellen. Das bin ich nicht, sagte er. Sie haben ein falsches Foto veröffentlicht. Dies ist eine Falle des Mossad. Die wollen mich fangen und nach Israel bringen, so wie Adolf Eichmann. Auf der Polizeistation in São Paulo wird Wagner der Öffentlichkeit präsentiert. Und einer ist zur Stelle, um Wagner zu identifizieren. Schlomo. Jetzt steht er dem Mörder seiner Familie gegenüber. Haben Sie Menschen im KZ getötet? Keinen einzigen. Haben Sie gesehen, wie er getötet hat? Ich habe es gesehen, aber es gibt keinen einzigen von Ihnen, der das zugibt. Sie waren alle gut zu uns. Sie haben uns alle stets gut behandelt. Es fehlte nur, dass Sie uns Blumen brachten. Rauch eine Zigarette von mir. Hier, es ist mir eine Ehre. Erinnere dich an Sobibor. Rauch. Du hast mir nie eine Zigarette gegeben, aber ich gebe dir eine. Beruhig dich. Das ist das.
Wagner wird nach Brasilia gebracht, die Hauptstadt von Brasilien, dort dem Gericht vorgeführt. Vier Staaten, Österreich, Polen, Israel und Deutschland, verlangen seine Auslieferung. Aber Wagner wird nicht ausgeliefert. Das brasilianische Gericht entscheidet, seine Taten sind bereits verjährt. Wagner ist wieder ein freier Mann. Der hat sich sehr ganz wenig geändert. Die einzige Sache, was sich bei ihm geändert hat, dass er ist alt geworden. Aber doch ist er derselbe Gustav Wagner. Er ist derselbe Mann. Mit einer Sache noch. Ist nicht der Gustav Wagner, was war in Sobibor. Der war in der Gott in Sobibor. Und ist er nicht der Gott. Wer hat Gustav Wagner getötet? Er wurde mit einem Schlachtermesser gefunden. Wer hat ihn getötet? Wer war es? Wer war es nicht? Es wurde viel spekuliert. Wenn ich ein Überlebender von Sobibor wäre, könnte ich es nicht ertragen, so wie Schlomo in Wagners Gegenwart zu sein. Ich glaube, ich würde ihn mit bloßen Händen töten. Schlomo wusste, wie man ihn findet. Ich habe mich gefragt, würde er diese Gelegenheit nutzen? Und meine Antwort, ja, das würde er. Wagner war dort mit einem Messer in der Hand und zeigte das Messer so halb tanzend, ohne Hemd. Und meine Frau sagte, er versucht sich umzubringen oder er will jemanden töten.